Hallo ihr Lieben und willkommen zum Stream dieser Woche, ausnahmsweise am Mittwoch statt am Montag, weil am Montag mein Kopf wieder so rumgezickt hat, aber es geht mir wieder gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart und heute kolorieren wir mein Charakter Nash, mein Dämon-Charakter. Er hat nicht wirklich Backstory, aber natürlich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die ich euch natürlich auch erzählen möchte. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal eine ähnliche Skizze gemacht und da ich momentan eher an etwas Artblock leide, dachte ich mir, warum setze ich die Skizze nicht nochmal um? Genau, und deswegen machen wir das heute hier. Wie immer, falls ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, könnt ihr mir das gerne im Chat schreiben. Ich schaue zwischendurch immer mal wieder nach oben und auch rein. Heute habe ich mir das Line Art mal aufgehoben für den Stream. Das mache ich ja normalerweise schon vorher. Aber ich dachte mir, damit die Streams mal ein bisschen länger werden, machen wir das heute mal im Stream. Und ich nehme jetzt heute mal die Pigma Micron Liner, weil ich doch gemerkt habe, dass die ich das letzte Mal genommen habe, jedenfalls der dünnere, ist nicht Aquarell geeignet, nicht so wirklich. Und diese hier kann man auf jeden Fall mit Aquarell benutzen. Ich drehe ab und zu immer mal ein bisschen das Skizzenbuch, damit ich ein bisschen besser die Linien zeichnen kann. Ich glaube, das machen die meisten Künstler so, also lasst euch bitte davon nicht irritieren. Genau, also Nash. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Charakter gekommen bin. Ich glaube, ich hatte damals vor 2,5 Jahren oder so irgendwie auf Pinterest gestöbert und ein Foto gefunden, so ein Fashion-Foto, wo ich die Pose ganz toll fand und habe dann einfach einen Dämon draus gemacht. Und der Name Neige ist ja das französische Wort für Schnee und das liegt daran, dass er ein Albino ist, was für die Dämonenwelt natürlich sehr ungewöhnlich ist. Insofern sticht er sehr hervor und ist auch nicht unbedingt so angesehen. Es kommt natürlich sehr selten vor, dass es Albino-Dämonen gibt. Und ja, normalerweise werden die, so habe ich mir das jedenfalls gedacht, werden die, wenn ein Albino-Dämon geboren wird, dass die entweder werden sie versteckt oder sie werden halt gefangen genommen oder im schlimmsten Fall umgebracht, weil das halt einfach so Abnormitäten sind und
Nee, ich konnte gerettet werden, oder besser gesagt, ein hoher Dämonenfürst hat sich ihn angenommen, weil er einfach so hübsch aussah, schon als Baby, und hat ihn dann ausgebildet quasi zu einem Gesellschafter. Sprich, er unterhält Gäste, und sein Fürst natürlich, genau, und so konnte er quasi überleben. Und weitere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht zu diesem Charakter gemacht. Wenn irgendjemand Lust hat, eine Story für ihn zu schreiben, tut euch keinen Zwang an. Fragt mich natürlich vorher noch mal gerne. Vielleicht gebe ich ihn auch zur Adoption frei, also machen Adoptable aus ihm. Ich weiß es noch nicht. Es wäre schade, ihn einfach so, ja, quasi verkümmern zu lassen und immer alle Jubeljahre mal zu zeichnen. Ich mag ihn denn doch recht gerne. Aber wie das so ist, man hat nicht für alle seine Schäfchen Verwendung. Also ich habe so viele OCs mittlerweile, die keine Story haben, die einfach irgendwie so randommäßig entstanden sind. Und ja, die bei mir ein trauriges Dasein fristen. Es gibt ein paar, für die habe ich noch eine Story, die ich hoffentlich irgendwann auch mal zu Papier bringen kann. Aber ja, so lange zeichne ich sie halt immer mal wieder. Und mehr wird denn da draus nicht. So, wieder meine dicken Outlines. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht farbige Outlines mache, aber dann dachte ich mir, nee, doch nicht. Also würde das jetzt eine größere Illustration werden oder so, dann hätte ich vielleicht nicht wahrscheinlich farbige Outlines gemacht. Aber so bleiben wir doch beim vorherrschenden Schema in diesem Skizzenbuch. Ich finde, Outlines ist auch immer so eine Sache, das mache ich wirklich sehr gern. Hat sowas Meditatives. Teilweise finde ich dann hinterher doch die Skizze schöner als das, was nachher am Ende bei rausgekommen ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann man ja auch immer wieder ja, neu machen oder neuen Versuch starten. Da spricht ja absolut überhaupt nichts gegen. So, ansonsten war in der vergangenen Woche nicht so viel bei mir los. Anscheinend gab es am Sonntag hier ein Leck in der Gas- und Fernwärmeversorgung und am Sonntag war dann einfach mal den ganzen Tag bis abends um 6 die Heizung kalt. Hat ja Gott sei Dank nicht gefroren, aber bisschen unangenehm war es schon. So, und ich sehe gerade wieder,
dass ich nicht richtig mich wieder nicht richtig vorbereitet habe, weil ich meine kleinen hier Klemmen vergessen habe. Ich guck mal, ob ich hier noch was in der Schublade habe. Nein, habe ich nicht. Dann versuchen wir das einfach so. Wird auch so gehen. So. Großartig festgelegtes Farbschema hat er auch nicht. Ich fange wie immer an. Oh, hello, Mucus Art. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir. If you're an English speaker, you can also ask questions in the chat in English. That's no problem. So, wir fangen an. Wie immer mit der Hautfarbe. Mal sehen, ob das ordentlich wird heute. Oder auch nicht. Gibt ja immer gute und schlechte Tage, sage ich immer. Mal gucken, was das heute wird. Und wie gesagt, es ist ja nur ein Skizzenbuch, obwohl ich auch im Skizzenbuch immer den Drang habe, es natürlich so schön wie möglich aussehen zu lassen, besonders bei so einem schönen Skizzenbuch, was ich hier vor mir habe. Aber im Endeffekt, es ist Papier. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man immer wieder neu anfangen. Das ist irgendwie, finde ich, ist auch das Schöne an der Kunst. Hey, ja. Ja, ich bin neu beim Streamen. Das ist jetzt, glaube ich, erst der. Welche Nummer haben wir? 7. Der 7. Ich hoffe, es wird aber im Laufe des Jahres mehr. Weil es mir doch Spaß macht. So den Entstehungsprozess auch mit anderen Menschen zu teilen. Weil ich glaube, bei vielen auch immer noch der Gedanke vorherrscht, dass es ja nicht anstrengend sei. Oder nicht schwierig sei. Und viele Menschen glauben ja auch noch, dass es kein richtiger Beruf ist. Aber ich danke dir. Danke für das warme Willkommen. Und es freut mich, dass dir meine Arbeit gefällt. So. Haut haben wir schon mal. Ich habe meinen Föhn natürlich wieder nicht bereit liegen. Wie schon gesagt, schlecht vorbereitet heute. Dann gucken wir mal, mit was wir weitermachen. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, was ich für eine Farbe für den Schirm nehme. Aber ich glaube, da nehmen wir ein schönes, lass mich mal schauen, irgendwas Rosanes. Es wird sowieso ein sehr, sehr helles Bild. Oh ja, ich habe hier ein schönes Pink in der Palette von den handgemachten Aquarellfarben, die ich mal gekauft habe. Also schmeißen wir jetzt mal den
den alten Kasten beiseite und wechseln den Kasten. Ich habe zu viele Aquarellfarben. Also ich glaube, ich habe mittlerweile... Die Nummer der Farben weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe 6 oder 7 Kästen zu Hause rumstehen. Ich teste auch gerne mal die Farben. Das habe ich mir gedacht für den Schirm. Weil der Kragen hier, der wird dunkelblau und dann so ein schöner pinker Kontrast und im Hintergrund entweder blau oder grün oder lila. Das sollte doch ganz schön aussehen. Ich glaube, jetzt können wir da auch schon an den Schirm. Aufpassen, dass ich im Bild bleibe. Ist auch immer schwierig. Normalerweise hängt mein Kopf ja auch immer in der Kamera. Das versuche ich natürlich auch zu vermeiden. Irgendwie. So, ansonsten gibt es bei mir nichts Großartiges zu berichten. Ich freue mich, dass ich morgen mal wieder ein Vorstellungsgespräch habe für einen neuen Job, der hoffentlich was taugt. Das werden wir sehen. Aber schön, dass jetzt so die Weihnachtszeit, wo in dem Bereich ja nicht wirklich was geht, jetzt vorbei ist. Und ja, ich meine, ich mich wieder auf den Jobmarkt schmeißen kann. Und ich hoffe natürlich, dass da was bei rumkommt. Und ansonsten habe ich heute wieder ein Kapitel von meinem Studium mit Test abgeschlossen. Insofern, da geht's auch voran. Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, ich habe es auch erst noch einmal erwähnt, ich mache nebenbei ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin, weil mich das persönlich interessiert hat, da ich mich jetzt schon 2 Jahre vegan ernähre. Hey! Andastra79, schön, dass du auch dabei bist. Ja, ich werde dich auf jeden Fall updaten, wenn es bezüglich Wien was Neues gibt und Auswanderung. Ich wollte dich sowieso anschreiben noch. Einen Moment. Ich antworte dir mal kurz. Aber schön, dass du vorbeigeschaut hast, auch wenn du jetzt noch auf der Arbeit bist. Ich hoffe, der Stream begleitet dich in den wohlverdienten Feierabend. Genau, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ach ja, Test. Den Test, den ich heute Morgen gemacht habe. Das war auch wieder... ja, relativ entspannt. Ich freue mich, dass ich momentan in dem Studium ganz gut zurechtkomme. Zurechtkomme und vorankomme. Beides. Und
denke, dass ich im Laufe des Jahres auch fertig damit werde. Ich habe jetzt noch sieben Kapitel vor mir, also sieben Skripte noch durchzuarbeiten, plus sieben Tests, plus schriftliche Abschlussprüfung, plus ein Webinar und dann bin ich durch. Also das ist auf jeden Fall alles machbar. So. Genau, also damit, das ist immer auf meinem Zettel irgendwie, dass ich die Skripte durcharbeite. Aber es macht auch Spaß. Ist auf jeden Fall interessant. Ob ich in dem Bereich nachher was mache, weiß ich nicht. Das ist halt eher so, ja, was für mich selber. Aber man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Ansonsten habe ich bin ja unter die Gamer zurückgekehrt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr schon mit der Switch und Animal Crossing und habe jetzt auch angefangen auf dem PC ein bisschen zu spielen. Ich werde bestimmt auch noch ein paar Games streamen. Auf jeden Fall Hollow Knight habe ich mir vorgenommen, weil ich dieses Spiel absolut liebe. Ich bin mit meinem ersten Run auf der Switch noch nicht durch. Aber habe es mir jetzt im Sale auch noch mal für den PC gekauft. Und das werde ich bestimmt auch noch mal streamen. Weil es halt einfach ein wirklich, wirklich schönes Spiel ist. Jetzt habe ich aber gerade noch ein anderes angefangen. Und zwar heißt das Spiritfarer. Was absolut wunder, wunderschön ist. Leider auch ein bisschen traurig. Man spielt da quasi als Seelenfährfrau und muss Seelen dabei helfen, deren letzten Wünsche zu erfüllen, um sie denn durch die Immerpforte ins Jenseits zu führen. Und es ist super, super schön. Ich finde auch teilweise anspruchsvoll, weil es du kriegst von all deinen Seelen immer irgendwelche Aufgaben, die du machen musst. Du musst dein Schiff ausbauen, du musst dein Schiff vergrößern, du musst Unterkünfte bauen, Essen kochen, Obst und Gemüse anbauen, Stoffe weben und die ganze Zeit durch die Welt reisen, um neue Fähigkeiten zu lernen und neue Dinge zu finden. Also es ist schon ziemlich viel Arbeit. Ich bin jetzt 11 Stunden, ich glaube 11 Stunden habe ich jetzt gespielt und habe gerade zwei Seelen quasi ins Jenseits befördert. Genau, und muss jetzt sehen, dass ich irgendwie mein Schiff weiter ausbaue und verbessere, damit ich noch in andere Gebiete fahren kann, die ich jetzt noch nicht erreichen kann. Das ist ein bisschen frustrierend, da ich gerade irgendwie gefühlt nur im Kreis rumfahre. Aber es macht trotzdem total viel Spaß. Also ich kann euch das Spiel wirklich empfehlen. Es war jetzt gerade im Steam Sale für, ich glaube, 13 Euro. Also es dürfte jetzt auch, glaube ich, nur knapp 20 Euro kosten. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Natürlich auch traurig. Also wirklich in den 11 Stunden. Ich habe mir, glaube ich, schon dreimal die Augen ausgeheult. Deswegen werde ich das nicht im Stream spielen. Aber ja, es ist einfach wunderschön. So, wir wechseln jetzt mal wieder den Kasten und machen weiter mit den ja,
Schatten. Ich nehme auch meistens irgendwie mein Viererpinsel für so mittelgroße Flächen. Das ist irgendwie so mein Standardpinsel. Ich habe noch ein paar kleinere, die ich die später noch zum Einsatz kommen. Ich habe auch keine, ich glaube, das habe ich das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Also die meisten Pinsel, die ich habe, das sind super billige Dinger, die entweder die Eigenmarke von den Künstlerbedarfsläden, die es gibt in Deutschland, oder ja, einfach, weiß ich nicht, billig irgendwie vor Jahren mal bei Amazon gekauft, weil ich sowieso jemand bin, der nicht wirklich auf seine Pinsel Acht gibt und die nicht regelmäßig reinigt und solche Sachen, weil mir das einfach zu viel Aufwand ist. Ich weiß, ich nehme auch nur Synthetikpinsel, also ich glaube, ich habe keine echter Pinsel mehr. Insofern, ja, das ist, man braucht nicht unbedingt so das Beste vom Besten, außer man will das wirklich, also wirklich so Fine Art machen. Aber so auf, ich sag jetzt einfach mal, semi-professioneller Ebene, dann Hauptsache das Ergebnis stimmt, denke ich mir. Also ich glaube, dieser Casaneo-Pinsel, den ich hier jetzt gerade in der Hand habe, das ist mit der teuerste Pinsel, den ich habe. Insofern. Alle anderen, das sind wirklich entweder irgendwie so im Dreierpack, im Zehnerpack teilweise gekauft. Also das muss nicht teuer sein, weil ich habe gesehen, dass man für Pinsel alleine ein Heidengeld ausgeben kann. Und ehrlich gesagt sehe ich das nicht ein. Einige dieser Pinsel sind auch, wenn sie denn wirklich schon oll sind oder so, dann nehme ich sie noch für entweder so für weiße Tusche oder so, wo man den Pinsel nachher nicht mehr richtig sauber kriegt, oder für meine Feintech Glanz Aquarellfarben, weil da kriegst du den Pinsel auch nachher überhaupt nicht mehr sauber, weil da immer diese Glitzerpartikel drin hängen bleiben. Aber ansonsten, oder ich nehme sie halt nachher für Tusche, weil Tusche ruiniert Pinsel, wenn man sie nicht richtig sauber macht, wahrscheinlich, was ich ja nicht tue. So. Ich versuche immer so die harten Kanten bei den Schatten immer noch so ein bisschen zu verwischen. Manchmal gelingt das nicht so gut. Man sieht das auch gerade nicht so doll, aber da ich nachher sowieso noch mit Buntstift die Schatten nachher noch ein bisschen hervorhebe, ist das auch alles nicht so tragisch. Und auch irgendwie so Blush und so, also das mache ich dann auch immer gerne noch mit Buntstift hinterher.
natürlich, wenn euch das, was ich hier mache, gefällt, dann freue ich mich immer, wenn ihr mich unterstützt. Ihr könnt mir auf Twitter folgen zum Beispiel, auf TikTok bin ich auch vertreten, da poste ich allerdings nicht so oft. Und ihr könnt mich natürlich auch, könnt mir auch gerne einen Kaffee spendieren. Unten links im Bild seht ihr einen Link zu meinem Ko-fi-Profil. Da könnt ihr entweder einmalig oder monatlich 3 Euro spenden, wenn euch meine Arbeiten gefallen. Das wird alle Spenden landen im Topf, um neue Materialien zu kaufen und oder Produkte zu machen, falls irgendwann mal wieder Conventions sind. Ich würde super gern mal auf einer Convention ausstellen, wenn das denn irgendwann mal wieder möglich ist. Das hatte ich vor der Pandemie geplant, aber daraus ist dann ja leider nichts geworden. Genau, und wenn ihr monatlich spendet, dann kriegt ihr Einblick in mein Skizzenbuch, was ich sonst nicht teile auf Social Media. Ab und zu gibt es dann auch mal Downloads für Lau. Das Comic-Projekt, an dem ich arbeite, da könnt ihr die Seiten dann halt auch vor allen anderen lesen, wenn ihr möchtet. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und ja, ihr könnt das jederzeit wieder kündigen, das ist absolut kein Ding. Mein Shop findet ihr auch bei Ko-fi, da habe ich Prints, Sticker und andere Sachen, ja, und vielleicht fällt euch ja was ins Auge. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das soll es jetzt auch gewesen sein mit der Werbung. So, und dann haben wir jetzt schon die ersten Schatten. Und dann denke ich mal, machen wir uns jetzt mal an sein Outfit. Und da wechsle ich wieder den Kasten. Weil ich hier noch so ein paar schöne granulierende Farben drauf habe, die man ganz schön für die Schatten nehmen kann. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das Papier ist eigentlich nicht rau genug, um irgendwie die Granulierung so schön zu zeigen. Aber vielleicht ergibt sich ja trotzdem irgendwie etwas. Schauen wir mal. Ich mache auch irgendwie, jedenfalls habe ich mir das noch nicht angewöhnt, ich mache keine Farbskizzen vorher noch oder Farblayouts irgendwie, sondern suche mir die, hab natürlich irgendwie eine Vorstellung im Kopf, was ich gern für Farben nehmen möchte, aber was denn am Ende dabei rauskommt, ja, ich mache da nicht irgendwie so ein großartiges Farblayout oder so, wie es viele Künstler ja machen oder auch angedacht wird. Wäre es jetzt, würde ich natürlich irgendwie jetzt eine Auftragsarbeit machen, dann wäre das was anderes. Aber so für mich mache ich das meistens nicht. Ich habe dann irgendwie eine Idee so im Kopf, farbenmäßig. Und dann gucke ich, wie das am besten, ja, was ich so im Kasten habe. Misch die meisten Farben auch nicht, sondern nehme einfach das, was da ist. Da ich eh meistens aus Näpfchen arbeite und nicht aus der Tube, weil ich damit
nicht so großartig zurechtkomme. Ja, es ist alles eher spontan. Es passiert natürlich auch mal, dass ich irgendwas total in den Sand setze. Aber das kommt besonders bei Aquarell, habe ich das Gefühl, häufiger vor. Es gibt auch bei Aquarell, jedenfalls bei mir, irgendwie so immer so eine Phase, die nenne ich immer Ugly Stage, wo es wirklich einfach nur beschissen aussieht, auf gut Deutsch gesagt. Und ich mich dann auch manchmal frage, so, mein Gott, wird das überhaupt noch was? Und dann arbeitet man weiter dran und dann wird es meistens denn doch noch was. Aber das kann schon teilweise sehr frustrierend sein. Wenn man dann davor sitzt und sich denkt so, boah, sieht das alles gerade furchtbar aus. Schrecklich, aber dann meistens muss man dann nur ein bisschen durchhalten und dann geht das auch weiter. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann ich switche hier munter meine Kästen durch. Bin und bleibe immer noch bei meinem Viererpinsel. Es ist auf jeden Fall von mir auch noch geplant, dass ich euch die Arbeit an meinem Comic-Projekt zeige, was jetzt noch sehr in den Anfängen steht. Ich bin gerade erst wieder dabei, mich an Clip Studio und digitales Arbeiten zu gewöhnen und das ist eine ganz schöne Lernkurve, die ich in dem Bereich gerade durchmachen muss, was absolut in Ordnung ist, teilweise aber auch echt frustrierend, deswegen geht es gerade ziemlich langsam voran, aber es wird auf jeden Fall, oh Verzeihung, doch ein bisschen müde heute. Da haben wir es auch schon fast. Und ich habe wieder vergessen, mir ein paar passende Buntstifte bereitzulegen. Insofern muss ich, glaube ich, gleich mal kurz verschwinden oder auch jetzt, um noch ein paar Buntstifte zu holen, die ich vergessen habe. Ich bin gleich wieder da.
So, ich habe mir jetzt einfach das ganze Buntstiftglas geholt. Falls ich sonst noch irgendwas vergessen habe. Aber mir fehlte Braun. Mir fehlte Braun für den Stiel. Griff. Stiel. Griff vom Schirm. Oh Gott. Wortfindungsstörung. So. Wir machen jetzt aber erst einmal weiter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Wie war das noch mit nicht vorbereitet? Passt auf jeden Fall heute bei mir. So, kleinerer Pinsel. So, eine richtig schöne dunkelblaue Farbe. Die ich auch viel zu selten benutze. So. Das ist auch das einzige Blau. Normalerweise hätte er unten noch einen Gürtel, der wäre dann auch in dieser Farbe. Aber den sieht man natürlich nicht. So. Dann brauchen wir wieder noch ein bisschen Braun. Nee. Weiter geht da oben nicht, weil sonst hänge ich erstmal mit meinem Kopf im Bild. Zweitens geht das vom Licht her nicht so gut. Ja, es wird Zeit für einen größeren Schreibtisch, dass ich mich nicht immer so hier auf die letzte Ecke quetschen muss. Wenn ihr das sehen könntet. So. Das haben wir. Mehr Schatten. Hätte ich beinahe die falsche Farbe genommen. Oh, davon habt ihr gar nicht so viel gesehen.
Sorry. So. Ich glaube, über den Schirm gehe ich nicht nochmal rüber, weil das ist, glaube ich, eine Farbe, die löst sich auch wieder sehr schnell ab, wenn man sie wieder neu, wenn man nochmal drüber geht. Ich könnte mich irren, aber es könnte dann schlimmer aussehen als jetzt. Insofern nehme ich dann lieber Buntstift noch hinterher. So, jetzt bin ich am Überlegen, was ich noch als Hintergrundfarbe machen möchte. Ich glaube, ein schönes Türkis. Wie habe ich hier schon was mit Türkis gehabt? Nee. Ja, einfach nur ein bisschen, nur dass noch ein bisschen Farbe im Hintergrund ist, dass es nicht so weiß aussieht und so leer. Mach auch nur ganz oder versuche nur so hauchzart. Muss auch nicht unbedingt toll aussehen. Es ist einfach nur, damit ein bisschen Farbe da ist. Das sieht doch schon gleich besser aus. Hat ein bisschen was von Frühling. So, und jetzt kommen die Buntstifte dran. Testen, ob alles trocken ist. Es kommt nachher gleich auch noch ein bisschen Glitter und Gold, wie das ja oft bei mir der Fall ist. Einfach, weil es schön ist. Und weil es auch zu Neige gehört. So, die Ohren.
weiß nicht warum, aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, in den Schatten halt auch immer noch so ein bisschen Blau mit rein zu nehmen. Ich finde, das passt immer ganz gut. So, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Schon. Ich bin immer so fix im Stream. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht so ablenken lasse. Normalerweise, wenn ich zeichne, habe ich immer irgendwie einen Film laufen, eine Serie oder sonstiges. Das finde ich halt angenehm zum Arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ob ihr das auch so macht. Oder ob ihr Musik dabei hört. Habe ich auch schon gemacht oder mache ich auch teilweise, dass ich einfach Musik nebenbei höre. Jetzt, wo ich Noise Canceling Kopfhörer habe, ist das echt super. Da höre ich so gut wie gar nichts mehr von der Außenwelt und das ist echt hilfreich, wenn man sich konzentrieren möchte. So. Ja. Fehlt nur noch das Gold. Ich weiß gar nicht, warum ich den weißen Stift mitgebracht habe. Mein schöner alter G-Stift ist leider hops gegangen. Jetzt nehme ich gerade mal diesen Graphmaster Acrylpen mit einer ganz dünnen Spitze, weil ich ja immer ganz gerne Highlights auf die Nase setze und in die Augen. In die Augen bringt nur bei Nesch nichts, ihr kriegt jetzt noch eine goldene Pupille und das war's dann. Ja, ich finde den jetzt nicht so toll, also ich werde mir definitiv nochmal wieder ein Gelpen besorgen, aber das ist das Beste, was ich jetzt gerade noch im Haus habe. Ich war noch nicht los und habe mir noch keinen neuen Gelstift gekauft. Insofern muss ich jetzt mit dem vorlieb nehmen, was ich gerade da habe. So, und dann wechseln wir jetzt mal. Sind wir jetzt wieder den Kasten und nehmen diese wunderschönen Glanzfarben hier, und zwar dieses Gold. Ich benutze diesen Kasten sehr selten. Ich habe noch einen Kasten mit anderen Glanzfarben und da habe ich ein Gold, das nennt sich Moon Gold, und das ist so gut wie aufgebraucht. Das würde ich jetzt, hätte ich jetzt normalerweise hier auch noch genommen, aber ich dachte mir, die anderen Farben müssen auch mal benutzt werden. Ist ja doof, wenn sie nur die ganze Zeit im Regal rumliegen und nicht benutzt werden. Da habe ich genug Farben, die einfach nur momentan reine Deko-Zwecke sind, und das ist ja irgendwie auch nicht so wirklich Sinn der Sache. Ja, und dafür nehme ich einen dieser super ollen, alten, uralt Pinsel. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie in der Kamera sehen kann, aber ne, sieht man nicht. Da sind auf jeden Fall die
die Glanzpartikel noch drin vom Gebrauch und deswegen habe ich die jetzt aus zwei Stück aussortiert, einen noch etwas größeren, die einfach nur dafür da sind, dass ich die Glanzfarben aus Papier bringe. So. Und ich lasse die vorher, also ich gebe da vorher auf die Farben immer ein bisschen Wasser, damit sich die Pigmente lösen. Dann sind die auch deckender, die Farben. Das habe ich auch erst irgendwie durch eine Künstlerin auf YouTube erfahren, die das einfach mal erklärt hat. Und ich so, wow, ich habe mich schon gewundert, warum die irgendwie so transparent sind. Man kann sie natürlich auch so benutzen. Aber die meisten wollen ja eher, dass diese Farben deckend sind. Und insofern war ich denen wirklich sehr dankbar für den Tipp. Falls ihr diese Farben auch nutzt, und ihr das bislang noch nicht wusstet, dann wisst ihr das jetzt. Ich finde diese Farben absolut toll, weil die halt so super, super schön glänzen. Man damit halt echt die Bilder immer noch ein bisschen aufwerten kann. Finde ich jedenfalls. Ja, es ist nicht so 100%ig deckend, aber das ist auch nicht so schlimm. Und diese speziellen Farben, die ich jetzt habe hier, die sind auch, haben zwei verschiedene Pigmente zusammengemischt. Und wenn man sie auf dunklem Papier benutzt, sehen sie nochmal anders aus als auf hellem Papier. Was natürlich auch irgendwie total abgefahren ist. Ja, also die gibt auch natürlich welche, die haben nur ein Pigment dann drin. So, damit wären wir fertig. Ha! Das Gold muss natürlich noch ein bisschen trocknen, aber ich glaube, man sieht schon recht schön, wie das nachher schönen Akzent setzt in diesem Skizzenbuch. Ja, das war's für diese Woche. Ich werde das gleich natürlich noch unterschreiben mit Datum und allem drum und dran, damit ich weiß, wann ich das gemacht habe. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid nächste Woche dann hoffentlich am Montag wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.